Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Great War Western Front mit den historischen Schlachten. Und es geht weiter mit der vorletzten Schlacht, die wir zur Verfügung haben. Die zweite Schlacht von... Pastaschale? Ich wusste gar nicht, dass wir zur Südfront nach Italien gehen. Nee, halt, Passchendaele. Hört sich irgendwie auch immer noch italienisch an für mich. Aber gut, die zweite Schlacht von Passchendaele. Vom 26. Oktober 1917 bis zum 10. November 1917. Mit den Alliierten. Wir spielen jetzt allgemein nur noch mit den Alliierten, die letzten zwei Schlachten. Okay, ich würde sagen, womit es hier auf sich hat, schauen wir einfach mal. Und ich habe das Ganze jetzt noch mal ein bisschen sitzen lassen über die Woche, die letzten Schlachten. Ich versuche es jetzt weiter noch Veteranen. Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch unterschalten. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber jetzt für die letzten beiden stellen wir jetzt nicht extra zurück. Das sollte passen auf Veteranen. Okay, ab geht's. Intro los. Ah ne, halt, stimmt, wir haben erstmal vorgelesen. Okay, als die kanadischen Truppen an den Überresten von Passchendaele eintrafen, fanden sie eine apokalyptische Landschaft aus Morast, Granattrichtern und verbrannten Baumstümpfen vor. Als sie ihre Stellungen eingerichtet hatten, führte der kanadische Befehlshaber einen mehrphasigen Plan aus, um die Deutschen aus den Trümmern des Dorfes zu vertreiben. Mit gleichzeitigen Angriffen, die von komplexen Feuerwalzen unterstützt wurden, gelang es den Kanadiern, die Deutschen aus Passchendaele zu werfen. Fertig. Die Schlacht von Passchendaele. Wow, meine Güte, die Schlacht dient vielen als Mahnmal für die Schrecken des Krieges, ist aber auch ein Symbol des kanadischen Nationalstolzes, weil es den Truppen gelang, ein nahezu aussichtsloses Vorhaben zum Erfolg zu führen. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt wieder eine ziemlich lange Ladezeit, nehme ich mal an. Ich schneide das wieder raus, bis es weitergeht. So, weiter geht's mit der Zwischensequenz. Belgien, Oktober 1917. Liebe Mutter, ich schreibe dir am Vorabend eines großen Ereignisses. Conrad und ich wollten die Zeit nutzen und dir etwas aufschreiben, und er bittet mich ab und an, ein paar Worte hinzuzufügen. Ich darf dir nicht verraten, wo wir sind, kann dir aber sagen, dass es hier wesentlich weniger angenehm ist als in den anderen Ecken Belgiens, die ich gesehen habe. An diesem Ort verstand man sicher einst gut zu leben, doch nun ist er nur noch ein riesiges Feld aus kaltem, nassen Schlamm und wassergefüllten Granattrichtern. Ich habe erlebt, wie Männer an diesem Morast gefallen sind und von drei oder vier Kameraden wieder herausgezogen werden mussten. Hier steht kein Baum und kein Grashalm mehr, und das Dorf, das hier noch vor kurzem stand, besteht nur noch aus einem Haufen Ziegelsteinen. Die Deutschen haben eine gute Stellung hinter diesem Grat. Wir bombardieren sie schon seit Tagen, aber sie lassen sich davon nicht beeindrucken. Wer länger als ein paar Sekunden über den Grabenrand blickt, wird erschossen. Diese Deutschen mögen vieles sein. Schlechte Schützen sind sie nicht. Man muss ihnen zugutehalten, dass sie nicht dazu neigen, auf unsere Sanitäter zu schießen, die unermüdlich in diesem knietiefen Morast arbeiten, um unsere Verwundeten zurückzubringen. Ich muss diesen Brief nun schließen, weil unser Regiment sich auf einen Vorstoß vorbereitet. Wir müssen die Deutschen von diesem Hügel rücken und aus ihren Artilleriestellungen werfen. Ich bete dafür, dass dieser Brief dich erreicht, und möchte dir noch mitteilen, dass Conrad und ich aufeinander aufpassen. Für immer dein dich liebender Sohn, Len. Okay, unser Befehl lautet, Passchendaele, Kontrollpunkt Z, erobern und zu sichern, die Deutschen werden uns das nicht einfach machen. Schade, ich dachte, die lassen uns einfach durch, das wäre schön gewesen. Unsere Artillerie steht bereit, um den einleitenden Angriff zu unterstützen, aber du musst im Zeitplan bleiben. Begrenzter Nachschub, wenn du den Sperrfeuerwalzen folgst, erleichtert dir das die Eroberung von Kontrollpunkt Z. Den Sperrfeuerwalzen folgst, das heißt, ich mache die gar nicht selbst, sondern die kommen eventbasiert, nehme ich mal an, oder? Mission schlägt fehl, wenn es dir nicht gelingt, Kontrollpunkt Z innerhalb der Zeitvorgabe zu erobern. Ich sage jetzt einfach immer Kontrollpunkt Z dazu. Das Gefecht pausiert, wenn dir Informationen oder Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden. Du kannst dir die Zeit nehmen, um ihren Erhalt durchzulesen. Okay. Der Führungsstab will, dass wir die Deutschen aus den Schützengräben werfen, die Stadt zurückerobern und sie halten, bis Reserven eintreffen. Unser Artilleriebeschuss beginnt um 6 Uhr, also sie... dir deine Karten genau an. Geh früh schlafen und mach dich bereit. 6 Uhr? In 30 Sekunden ist 6 Uhr. Ja, geil. So früh schlafen kann ich gar nicht mehr gehen, ey. Mehr als 30 Sekunden sind eh nicht drin. Tut mir leid. Okay. Wir haben eine Menge Infanterie. Dafür, dass wir Kanadier... Oh, das kommen die Kanadier noch. Es kann sein, dass die Kanadier noch kommen. Wir haben ja erstmal nur die Briten noch. Die Spinne. Aber Kontrollpunkt Z ist ja wirklich nur der Frontale. Ich dachte jetzt erstmal wirklich, wir müssen den Hauptpunkt einnehmen. Ne, es ist tatsächlich... Z ist hier vorne. Das sollte eigentlich ziemlich gut gehen. Wir haben eine Menge Leute hier. Wir haben noch verschiedene Artillerie. Sieht eigentlich gut aus. Machen wir mal.
Aha. Jetzt müsste einfach losgehen und alle sterben oder so, wie mit dem Gas. Lass den Ballon steigen, um Ziele für die kommende Belagerungsfeuerwalze auszumachen. Bereit machen! Belagerungsfeuerwalze sogar. Belagerungsartillerie ist aber keine Unterdrückungsartillerie. Das müsste jetzt einfach die sein, die jetzt groß Bum-Bum macht und hier vieles zerpflückt. Alliierte Feuerwalze bevorstehen. Bereit machen zum Folgen. Okay, okay, okay. Und dann... Ja, okay, doch so eine... Ah, okay, so eine Bereichsfeuerwalze. Okay, ab geht's. Leute, ihr habt's gehört. Es geht los. Les Lobarage. In den Graben. Oh, puh, das hat ja nicht lang gehalten. Das war ein kleines bisschen meine Befürchtung. Das hat ja nicht lang gehalten. Alle mit. Schön rein, schön rein, schön rein. Ich hätte noch ein bisschen enger an die Walze ranschmusen müssen. Entschuldigung, aber da kickt ein bisschen der natürliche Überlebensinstinkt rein, dass man nicht unbedingt dorthin laufen will, wo gerade direkt die Artilleriegranaten einschlagen. Es tut mir leid, wenn Leute das anders kennen, vielleicht anders aufgewachsen sind. Alliierte Feuerwalze bevorstehend, bereit machen zum Vor... Leute, chillt, ich bin gerade noch bei Z. Oder kommt... Ach, da kommt noch mal eine. So. Ja, wie nett. Die haben... Wir hätten sogar Bombe unterstützt. Ne, Ballon stechen. Luftgelegenheit. Wir könnten auch Kommandosoldaten, Handgranaten gegen alle Ziele. Schneller, besser geschützt als schneller. Ja, komm, holt euch hier. Die. So, wir machen jetzt noch den Rest hier weg. Dann müssen wir das Maschinengewehr halt noch räumen. Da müssen ein paar Granätchen noch drauf. So, ja. Wir holen jetzt nochmal ein bisschen extra Infanterie ran, aber die sollte mit der einfach von da unten kommen, genau. Um die Punkte zu verteidigen im Falle. Und dann ziehen wir, sobald alles hier frei ist, die zurück. Halte Punkt Z hier, Gedöns. Die Stadt wurde, das bisschen, was da noch übrig ist, ne, von der Stadt, ne, wurde gesichert. Und wir bringen gerade Maschinengewehre nach vorne, damit wir uns eingraben können. Der Führungsstab hat uns Verstärkung gewährt. Aber sie wird zwischen mehreren Fronten aufgeteilt. Das heißt, wir dürfen eine der beiden Reserven anfordern. Kanadische Kommandosoldaten 10 Stück als Reserve und 500 Einheiten Nachschub. Kanadische Infanterie 20, kanadische Infanteristen plus 5 auf Befehlslimit. Ich habe ja eigentlich noch 10 mal kanadische Kommandosoldaten, ne? Ein bisschen weniger Nachschub, aber mehr Befehlslimit finde ich eigentlich netter. Kanadische Infanterie, dir wird nun der Einsatz zusätzlicher Truppen auf dem Schlachtfeld gestattet, um die Stadt zu halten und die Mission fortzusetzen. Kanadische Infanteriereserven und ein Nachschubkonvoi werden an deine Position beordert. Die Kommandosoldaten setzen ihren Kampf an anderen Fronten fort. Ja, viel Spaß. Es ist aber... Ach nee, das sind Kanadier, die wir hier haben. Ich habe mich von der britischen Fahne ein bisschen abgelenkt. Ja gut, klar, natürlich, bis zu dem Zeitpunkt... Nee, halt, was mache ich da? Was laber ich denn? Ich habe gerade an Australien gedacht, dass die noch unter britischer Schirmherrschaft waren, aber nee, das ist auch nicht. Kanada. Haben die keine eigene Flagge? Zur Zeit des Ersten Weltkriegs? Da bin ich jetzt nicht 100% bewandert, muss ich sagen. Ab dem Zweiten Weltkrieg haben die auf jeden Fall das Ahrenblatt gehabt. Kann sein, dass das vorher vielleicht anders war? Hm. Wäre Angriffe auf Kontrollpunkt Z ab. Der Führungsstab meldet einen sich nähernden deutschen Gegenangriff und will, dass du die Stadt hältst. Ja, ich bin ja dabei. Ich gebe mein Bestes. Aber erst sobald Verstärkung da ist, können wir auch wirklich gescheit was machen. Dass wir auch mal wirklich sagen, wir holen. Was können kanadische überhaupt? Erlangt zusätzliche Vorteile, bitte was? Durch die Deckungsboni von Rauch- oder Feuerwalzen. Ah. Interessant.
Komm, ich hole noch mehr normale Standardinfanteristen. Und die, die wir hier auflösen, werden dann durch Kommandosoldaten ersetzt. Kommandoersetzer soldatet. Genau. Genau das. Wenigstens haben wir jetzt nicht. Das ist mal ein bisschen angenehmer, ja, wenn ich diese 50-fache Multitasking-Fronten da, wie wir es mit den Deutschen hatten. Das war richtig schlimm. Okay. Ich glaube, ihr müsst noch ein bisschen warten, bis ihr Urlaub machen könnt, Leute. Alter Falter, was kommt da alles? Ja, okay. Das ist noch ein Gegenangriff. Was habe ich erwartet, ne? Die sind bestimmt nicht gekommen, um Tee zu trinken. Dafür müssen sie sowieso zum Briten gehen. Das ist eine Front weiter. Aufkläre Mädelfeindbewegung an den Flanken der Stadt. Artillerie für Unterstützung. Ah, Flanken. Aber gut, zum Glück habe ich hier ein bisschen die... Oh lala. Oh lala, 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 lala. Der Schmerz ist da. Der Schmerz ist real. Ich bin noch bereit für den Flankenangriff. Jetzt halte ich mich bereit. Darüber wird ge... Okay. Switchen bitte. Und wir kommen aus Switzerland. Ah, da ist der Flankenangriff. Okay. Flammenwerfer? Oh nö, ich sage nein zu Flammenwerfer. Ah, Maschinengewehr, nein. Stopp, aufhören. Oh mein Gott, das war knapp. Oh shit. Ah, Mist, die haben zwar eine Granate werfen können, aber es hat nicht gereicht, um das Maschinengewehr zu zerstören. Perfekt. Oh mein Gott. Feindliche Bomber im Anflug. Nö, 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 nö. Das wollen wir doch mal sehen. Ich würde noch die Offensive abwarten, bevor ich jetzt Truppen ersetze. Ja, die werden zum Glück abgeschossen. Meine Güte, was kommt da noch alles? Ja, kommen wir zur Spitzenparty. Lord Barrage sendet seine Grüße. Ah, ne, bleibt hier, bleibt hier. Ah, okay, wer denn da drückt, leider. Okay, ihr könnt von einem Graben in den nächsten säubern, wenn ich das richtig sehe. Das ist uncool. Ne, die haben sich da oben drauf gestellt. Okay, die schießen zum Glück zurück. Sehr gut. Habe ich den Bomber abgeschossen? Ich glaube schon. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Deutsche Sturmtruppen abgezogen. Ne, dass die wieder abziehen, ey. Was hier wieder abgezogen wird. Ich raste aus. We have new orders. Was die Flammenwerfer stellenweise aushalten, so initial, bis es mal runtergeht bei denen. Aber es sieht soweit gut aus. Ei, 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 ei.
Ah, bitte wieder schießen, danke. Oh, das gefällt mir gar nicht. Okay, die können zum Glück schießen, ein bisschen. Was kann es anders denn? Ja, ich habe den zweiten Trupp hier leider verloren. Au! Oh, aua! So, jetzt ist der Angriff kurz vorbei. Ihr könnt euch jetzt mal zurückziehen. Ja, wie ihr. Okay, geschafft. Deutschen Führungsstab ausschalten. Die deutschen Truppen sind erst einmal aufgehalten worden. Aber sie werden sich neu gruppieren. Nutze die Gefechtspause und drücke zu ihrem Befehlsgraben vor. Wir müssen Kontrollpunkt Z unbedingt gegen weitere Angriffe halten. Der Führungsstab hat außerdem Bombards unsere Position befördert, um die feindlichen Stellungen zu schwächen. Und er lässt sie mit Langstreckenartillerie beschießen. Klingt gut. Lass mal eben den Ballon steigen. Ich will wissen, was hier abgeht. Oh la la. Okay, Ballonstechen klingt gut. Machen wir mal. Ich meine, okay, jedes Mal, wenn ich es bis jetzt gemacht habe, hat es nie wirklich was gebracht. Aber versuchen wir es mal wieder. Und dann würde ich mal bom, bom, bom machen. Set positions. Ready for barrage. Fire. Teams ready. Prep for barrage. Wir haben, oh Gott, wir haben 25 Minuten. Das ist ja ein nettes Zeitlimit. Die Flanken sichern. Einnahme von Kontrollpunkt X und Y wird bei der Sicherung unserer Flanken helfen und Druck von anderen Abschnitten unserer Angriffslinie nehmen. Nach der Eroberung wird der Führungsstab Ressourcen zu uns umleiten, damit wir den deutschen Befehlsgraben einnehmen können. Dadurch wird außerdem die neue Nachschubroute geöffnet und wir können unsere Verstärkung viel näher im Gebiet des Feindes werfen. Ja, die Sachen hier einzeln, das ist auch nicht so stark verteidigt, ne? Das sollte relativ schnell und einfach gehen. Das ist nicht wie mit den anderen Missionen. Das war ja richtig pervers dort. Das sieht mir machbarer aus, tatsächlich. Dann würde ich das mal mit Kommandosoldaten machen. Dann würde ich Kommandosoldaten holen, so von der Flanke. Mehr als zwei gehen da gerade gar nicht. Okay, alles klar. Aber gut, hier kann ich ja noch withdrawen. Genau. Ah, hier habe ich auch schon Kommandosoldaten geholt. Verstehe. Get ready. We need to hold this position. Attention. The brass wants this piece of ground. We need to go with speed. Hat das Ballonstechen eigentlich was gebracht? Könnte sein. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Obwohl, da war, glaube ich, ein Ballon, oder? Der wurde ausgeschaltet. Hat das Bombardieren was gebracht? Ready for orders. Fragen über Fragen. New orders incoming. Location confirmed. Load them up. Set positions. Check coordinates for barrage. Eigentlich brauche ich keine schwere Artillerie, ich brauche nur leichte. Andererseits, die leichte kann nicht so stark rüberschießen, wie ich es gerne hätte. Es kann nur eine hier schießen, aber da könnte ich zumindest eine Feuerwalze machen. Stand by for orders. Ich würde sagen, versuchen wir es mal. With speed, attention. Move. Ready for orders. We hold here. Load them up. Set positions. Teams ready. Suppression fire ordered. Suppression fire here. Can I have your order? Set for barrage. We have our target for fire orders. Barrage. Das müssen wir mal mit schwerer Artillerie unterdrücken. Ich hoffe, dass das reicht. Vergiss nicht, Unterdrückungswerf gegnerischen Beschuss verbinden kann. Ja, ja, klar. Bin ja dabei. Bin ja dabei. Immer mit der Ruhe. Oh, shit. Da drüben schießt er auch. Ich will nicht. Los, Granaten. Granaten. Genau, Granaten. Ja. Wenn die ein bisschen betrieben motiviert gerade schon mal in den Trench reinspringen. Ich hätte eigentlich lieber, dass die mehr.
Okay. Grabenschlacht. Mir gefällt es gar nicht, dass die jetzt wieder da oben lang laufen, ne? Was soll denn das? Geil. Richtig geil. Hm. Genauso hatte ich es mir vorgestellt. Jetzt schaffen wir das deswegen nicht. Weil sie da nicht an dem Graben entlang kämpfen konnten. Ihr Versager. So, wenn das zerstört ist, dann machen wir aber wenigstens keinen Unterdrückungsfeuer mehr machen, ey. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ja, guck mal, ist schon vorbei. So, ein bisschen was in Infanterie, um hier einfach die Position zu halten, falls da auch wieder Gegenangriffe kommen. Und gut ist. Feindliche Jäger gesichtet. Ihr sagt mir wirklich Sachen, die ich gar nicht hören will. Set positions. Ready for barrage. We have our targets. Stand by for orders. Get in position. Ready yourselves. Fire. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, was die vorhaben. Flanke gesichert. Durch das Sichern dieser Flanke hast du Druck von der Front genommen. Der Führungsstab leitet zusätzliche Kompanien, Artillerie und Nachschub zusammen mit einem Adjutanten zu dir um, damit du deine vergrößerte Truppe effizient befehligen kannst. Über die neu geöffneten Nachschubrouten kannst du nun Verstärkung aus dieser Gegend heranführen. Wenn du die an der Flanke nehmen kannst, werden weitere Ressourcen für dich frei. Also wenn du die andere Flanke nehmen kannst, so. Zusätzliche Artillerie? Oh mein Gott, da kommt schon gleich der... Oh. Alter, das kommt ein bisschen schnell für meinen Geschmack. Okay, ich habe weitere Unterdrückungsartillerie bekommen. Das ist eine schöne Sache. Okay, da habe ich mal Kommandosoldaten bekommen. Oh, shit. Die machen wir gleich in der MG-Stellung kaputt, ey. Ja. Shit. Egal, mehr verpasse ich ja auf. Aber wir haben noch mal leichte Artillerie dazu. Das Problem ist, ich habe jetzt bloß ein allgemeines steigen lassen und ein... Schießen aber nicht auf meine Ballons, wie es aussieht. Immerhin. Okay. Ready boys? Prep for barrage. Da rechts lang sollte eigentlich ganz gut funktionieren, wenn wir das MG zerstören. Also das ist tatsächlich viel, viel leichter als die andere Mission, weil du viel weniger an zu vielen Fronten gleichzeitig sein musst, sondern einfach nur das bisschen hier hast immer wieder. Ein weiterer Schuss, dann kriegt man das hin. Dann müssen wir nur die beiden hier unterdrücken. Das kriegen wir mit einer Artillerie hin. Also mit einem einzigen Mal normal schießen. Dann läuft das eigentlich. Ja gut, man sollte Tag nicht vom Abend loben und so. Wer weiß, was noch passieren könnte. Ich habe hier immer noch zusätzliche Infanterie. Wahnsinn. Die können wir mit rüber.
glaube, die brauchen wir ja nicht. Ganz vergessen, dass die auch noch hier waren. Okay, das eine MG noch zu stören. Ich meine, das schießt zwar so ein bisschen in die Richtung, aber sollte, wenn ich mich da ganz am Rand lang bewege, sollte das MG da nicht drauf schießen können eigentlich. Set position, set for barrage. We have our targets. Au! So viel. Geht mal weiter. Ready for location confirmed. Your orders incoming. The boss wants this piece of ground. Load for suppressing barrage. Fire. Ich sollte mal lieber vorsichtig sein. Weil es kann sein, dass die da hinten auch noch was drin haben. Ne, haben sie nicht. Okay. Doch, haben sie. Rein da! So. Verliere weniger als 15 Infanteriekompanien, ist auch noch ein Ziel. Könnte sein, dass es funktioniert. Da muss ich dann beim letzten Angriff richtig effektiv sein. Zurückgezogene zählen ja nicht als verloren. Was auch immer hier passiert. Oh mein Gott! Das war nicht gut. Okay, die kommen noch mal mit einigen Trupps dazu. Das passt noch. Flugzeuge ist immer noch nein, oder? Das ist Wahnsinn. Irgendwas haben die an dem System geändert und das ist irgendwie... Ich meine, vorher war es ein bisschen broken, dass die niemals was gekostet haben, wenn die zurückgehen, aber jetzt ist das System irgendwie... Es funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Jetzt lohnt sich Flugzeuge eigentlich überhaupt nicht mehr, gefühlt. Von einem Extrem ins andere quasi übergeschwappt. Ihr seid ja übergeschwappt. We have new orders. We have new orders. Load them up. Load light suppression shells. Set positions. Fire on that position. Stand by for orders. Ready on the line. Get ready. Back to the rear. Ready yourselves. Attention. Withdraw. Attention. Full withdraw. Reporting for duty. Ready. Ready for barrage. Start the barrage. So, jetzt langsam und vorsichtig.
Ich würde nämlich sehr, sehr gerne noch ein bisschen die Stellung befestigen, weil ich weiß, dass der deutsche Gegenangriff auf jeden Fall kommen wird. Ich habe von den Schlingeln schon gehört, dass die ankommen wollen. Hier können wir schon mal ein bisschen weich schießen. Seid bereit, Jungs. Geht immer das, das deutsche Fanatik durch den Kopf, ey. Ready for orders. The wants this piece of ground. New orders incoming. So, ich könnte auch mal schauen, dass ich den Ballon wieder beschieße, ne? We have new orders. Get moving. Stand by for so, das reicht dann hoffentlich erstmal zum Verteidigen gegen den möglichen Gegenangriff. So langsam wird die Zeit auch ein bisschen knapper, muss ich gestehen. Attention! On the line! We have new orders! Take firing positions! We have new orders! Ready on the fire step! We need to hold this position! Stand by for orders! Get in position! Hier bleibt man in der Hinterlinie. Hier geht er hoch, ist er voll. Passt mir überall so ein bisschen auf. Okay, beide Flanken gesichert. Durch das Sichern beider Flanken hast du den Druck auf andere Abschnitte unserer Angriffslinie erheblich verringert. Die Kompanienartillerie und der Nachschub, der eigentlich an sie gehen sollte, gehört jetzt dir. Und der Befehlsstab bietet deinen zusätzlichen Kräften mehr Unterstützung an. Über die neu geöffnete Nachschubroute kannst du eine Verstärkung aus dieser Gegend heranführen. Okay. Befehlslimit nochmal, jawohl. Zusätzliches Zeug, dankeschön. Ich habe nochmal Bombe erhalten. Nee, geht irgendwie nicht. Bitte nochmal aufmachen, danke. Oh, die haben mir einmal einen Infanterietrupp zerstört. Ich muss mal ein bisschen aufpassen und welche zurückziehen, die zu stark verletzt sind. Weil der zerbombt mir jetzt auch mal so langsam hier und da immer wieder Truppen. Okay, von da rechts können wir eigentlich sehr gut einfallen. Von links geht es nicht so gut, aber von da rechts ist es eigentlich eine wunderbare Schwachstelle. Barrage de Fromage. Fire all guns. Teams ready. Be ready, boys. Suppress at that location. Ready for fire orders. Load them up. Ja, aber auch welche wunderbar. Fire order. Set positions. Load light suppression shells. Ready for orders. Genau, schön Granaten rein. Nice. Und auch hier machen wir dann gleich weiter. Okay, wir müssen rein. Ihr müsst ja eigentlich von da rüber schießen können, ne? Mit Granaten, also rüberwerfen können, sagen wir es mal so. Set positions. Set for barrage. Start the barrage. Teams ready. Ready for barrage. Fire all guns. You ready, boys? Prep for barrage. We have our targets. 8 Minuten ist es halt nicht mehr sehr lange, ne? Wir müssen da noch eine ganze Menge räumen. Ich könnte glatt sagen, ich habe ein bisschen Zeit verschwendet. Immer noch so viele Truppen nach.
Zu stürmen wird schwierig. Oh mein Gott! Shit. Ready for orders. Take the trench. Ready yourselves. On the line. Ihr habt auch nicht so ganz verstanden, was für Befehl ich euch gegeben habe, oder? We have new orders. Take firing positions. Ready for fire orders. For area barrage. Load them up. Check awareness for position. Let the barrels cool. Komm, werf ein paar Granaten. Gut, oder lass das alternativ einfach, ist auch eine Idee. Okay, kack aufs Nebenziel. Nein, 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 nein. Hier geht's sofort zurück. Hier geht's sofort zurück. Oh, der hat halt noch so viel verstanden. Nein, ich sehe es schon kommen, dass das nicht. Jetzt wollen sie den Trench lang. Alles klar. Ein knappes Ding. Mein Nebenziel schaffe ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr, aber da achte ich jetzt auch gar nicht mehr so akribisch drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie es ist. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Ressourcen. Ich muss aufpassen. Wir wollten dieses Gelände mit minimalen Verlusten erobern, aber es hat es nicht so sein, sondern hatte deine Position, deine Stellung verschieben. Ja, 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 ist okay. Wir müssen von hier aus weiter vorrücken. Pull the guns. Load for area barrage. Team's ready. Check coordinates for barrage. Das sollte richtig gut sitzen. Start the barrage. Ready yourself. Okay. Da. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert.
Kommandobunker ist bestimmt voll besetzt. Ready for fire order. Set for barrage. Fire all guns. Hold them up. Ready for barrage. We have our targets. Set positions. Prep for barrage. Attention. We have new orders. Get in position. We have new orders. Ready on the line. Stand by for orders. On the line. War klar, dass er jetzt besetzt ist, aber ist okay. Mit dem nächsten Charge schaffen wir das. Reporting for duty. Ready yourselves. Take fire in position. Raise the white flag. New orders incoming. Dig in, boys. Attention. Die sind jetzt schon verletzt da drin. Und die habe ich leider vergessen. Oh, okay, das hat einfach nur gereicht, den Posten. Ich muss nicht mal im Umfeld was eingenommen zu haben. Okay, ja gut, dann hat es noch geklappt mit der Zeit. Meine Güte, habe ich jetzt ein kleines bisschen Herzschlag gehabt, weil ja, das Problem ist halt, wenn du es nicht packst, darfst du alles normal machen, von Anfang an. Das ist halt so das Gemeine. Dementsprechend, natürlich ist die Erleichterung dann ziemlich groß, wenn man es schafft, aber ja, ich glaube, wir werden nicht wissen, wie der Frust ist, wenn man es dann wieder verkackt und man darf einfach eine Stunde nachspielen quasi. Okay, Silbermedaille, bin ich zufrieden mit. Also klar hätte man das bestimmt noch mit den 15 Infanteriekompanien geschafft, aber ich wollte jetzt einfach auf Nummer sicher gehen, dass das auf jeden Fall auch klappt innerhalb des Zeitlimits. Okay, wahre Wundertaten, alliierten Nationen hatten nicht an einen Erfolg dieses Angriffs geglaubt, doch sie wissen jetzt, dass mit den kanadischen Truppen zu rechnen ist. Von Lieutenant Colonel W.B. Kingsmill, Befehlshaber des 123. kanadischen Pionierbataillons der Royal Grenadiers. An Mrs. Ella Saunders, Sussex, England. Sehr geehrte Mrs. Saunders, Ihr Sohn, Private Conrad T. Saunders, hat 2 Wochen Sonderurlaub erhalten und ich hoffe, dass er momentan bei Ihnen ist. Der befehlshabende Offizier seiner Kompanie hat Ihnen bereits mitgeteilt, dass Ihr anderer Sohn bedauerlicherweise am heutigen Tage vor 3 Wochen gefallen ist. Er war sofort tot. Er war ein ausgezeichneter Bursche. Und ich kann nur erahnen, wie Sie sich nun fühlen müssen. Doch der von Ihnen empfundene Kummer sollte ein wenig durch die Tatsache gelindert werden, dass er einen fantastischen Ruf bei uns genoss und ein ruhmreiches Opfer brachte. Ich fühle in Ihrem Leid mit Ihnen. Als ihr Junge fiel, war sein Bruder bei ihm im selben Zug und wurde von einem Granateinschlag betäubt, zu Boden geschleudert und von Schutt bedeckt. Er besaß die Geistesgegenwart und den Mut, sich unverzüglich zusammenzureißen und den um ihn herum liegenden verwundeten Kameraden erste Hilfe zukommen zu lassen, so es ihm möglich war. Obwohl er wusste, dass sein Bruder tot neben ihm lag. Eine solche hervorragende Heldentat macht die Lieben in der Heimat sicherlich unglaublich stolz. Die Lage wurde sofort dem befehlshabenden General unserer Division geschildert, der unverzüglich die ausgezeichnete Leistung ihres Sohnes anerkannte und ihm die Militärmedaille verlieh. Eine solche Ehre wird nicht leichtfertig vergeben und ich gratuliere Ihnen dazu von ganzem Herzen. Ich will Ihnen noch einmal mein Mitgefühl ausdrücken und hoffe, dass Ihr Ehemann, von dem ich glaube, dass sein Gesundheitszustand nicht der beste ist, wieder genesen wird. Hochachtungsvoll, Wallace B. Kingsmill. Ja, vor allem auch beim Bildmaterial. Manchmal vergisst man auch so ein bisschen die Menschlichkeiten im Krieg. Gerade beim Ersten Weltkrieg. Aber ich finde, das ist ein kleines bisschen zu einseitig auf Seiten der Alliierten immer wieder gezeigt. Selbst bei einigen deutschen Missionen hat man es aus alliierter Sicht gesehen. Irgendwie gibt es zu wenig Aufnahmen und Schilderungen einfach von ganz normalem Leben auf deutscher Seite. Die sind tatsächlich wieder... Klar, es ist nicht ganz so krass wie jetzt bei Spielen im Zweiten Weltkrieg, aber auch hier bei Great War Western Front muss ich sagen, dass da die Deutschen oft ein bisschen zu häufig einfach wieder die gesichtslosen Bösen sind, gerade bei den historischen Schlachten. Wo es beim Ersten Weltkrieg ja gerade, da ist ein Einteilen zwischen Gut und Böse, beziehungsweise die richtige und die falsche Seite, sehr schwierig, denn, ja, wie schon mal erwähnt, alle wollten diesen Krieg haben. Und da hätte man auch ein bisschen Menschlichkeit von deutscher Seite auch durchaus mit einbringen können.
mal so von meiner Seite mit angebracht. Aber gut, wir machen als nächstes weiter mit der Schlacht von Cantigny. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin. Bye-bye.